Thank you.
Wir sind noch dann noch kreativ. Wo ist der Weg? Yeah,
Ja, herzlich willkommen zu meiner Pressekonferenz des Erzherzogs und der Stöttinger Servicegruppe und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Anlass dieser PK ist der Erwerb der Namensrechte am Stadion München durch die Stöttinger Servicegruppe. Und ich freue mich an meiner Seite auf dem Podium zu meiner Lieben, Dominik Musbacher von der Geschäftsführung der Firma Stötting und Herrn Nils Büttner, den Betriebsleiter des Standortes Bocholt, begrüßen zu dürfen. Und zu meiner Rechten begrüße ich David Fahrer, den Vizepräsidenten des ersten FC Bocholt. Darf aber zunächst unseren Präsidenten Ludger Tückhoff darum bitten, das Wort begrüßen zu erweitern. Ja, danke schön. Achso, ja. Schönen Dank, meine Damen, meine Herren. Auch von mir ein herzliches Willkommen am 1. FC Bocholt. Für den 1. FC Bocholt ist das heute ein besonderer Tag. Es gibt einen neuen Premium-Sponsor verbunden mit Namensrecht. Das wird gleich alles hier wunderbar eingehen und tiefgehend erläutern werden. Ich darf mich zunächst mal dafür bedanken, dass Sie hier die Termin wahrnehmen, mitten am Mittag. Ich bedanke mich auch bei unseren bisherigen Sponsoren, Premium-Sponsoren bei Hammer von Logistik und bei IBSD, die uns schon seit Jahren in Treue halten. Und ich bin sicher, dass das mit der Stöttinger-Gruppe genauso sein wird. Das war's nochmal. Herzlich willkommen, schönen Dank. Und jetzt darf ich dir das Wort geben. Ja, vielen Dank, Lukas. Beginnen wir mit Herrn Musbacher. Ich darf Sie kurz bitten, Ihr Unternehmen zu
vorzustellen und die Beweggründe zu schildern, warum sie sich dazu entschlossen haben, beim ersten FC Bocholt zu einem größeren Engagement zu gehen. Ja, erstmal vielen Dank, Herr Kappeler, und vielen Dank, Herr Trippos, für die einleitenden Worte. Bevor ich zu den Beweggründen unserer Zusammenkunft hier kommen werde, möchte ich einige wenige Worte zu unserer Schönings Service Group Ihnen kurz übermitteln und vorstellen. Wir, die Schönings Service Group, sind ein familiengeführtes, bundesweit aufgestelltes Unternehmen, was mit über 28 regionalen Gesellschaften vertreten ist. Das Unternehmen, die Schönings Service Group, ist seit über 30 Jahren hier im Umkreis, hier in Bocholt aktiv und ist als infrastruktureller Personaldienstleister tätig. Mein Vater, Inhaber der Schönings Service Group, ist seitdem er 24 Jahre alt ist, hier in Bocholt selbstständig, hat das Unternehmen dementsprechend auch so ausgebaut. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 6000 Mitarbeiter bundesweit. Ich selber, geboren in Bocholt, bin mit 24 Jahren einer der jüngeren Familienmitglieder bei uns im Hause. Ich bin, um es kurz mal anzureißen, bundesweit auch tätig, bin in den verschiedensten Standorten und für den Vertrieb bei uns in der Stellingsverzugung unterwegs. Wir führen bundesweit, auch hier neuerdings in Bocholt auf der Ennepestraße, da komme ich gleich zu, wenn ich den Herrn Höhner zu meiner Linken als Betriebsleiter gerne mit einbringen möchte, führen wir auch die verschiedensten Dienstleistungen durch. Der Bocholter Standort selber wird seit über 11 Jahren von meiner Mutter, Regine Großbacher, auch bei uns im Unternehmen geführt. Mein Bruder muss als Familienunternehmen abzurunden, ist auch im Bereich der Holding als aktiver Geschäftsführer tätig. Dass viele, viele Moosbachers, wenn ich es mal so kurz sagen darf, bei uns im Hause sind, zeigt, dass wir als Familienbetrieb gemeinsam stark nach vorne gehen wollen. Das unterscheidet uns, unserer Meinung, in dem Wettbewerb, in dem wir uns befinden, unheimlich stark von den anderen Dienstleistern. Was wir als Dienstleistungsarten überhaupt durchführen, sind unter anderem der Bereich der Gebäudereinigung, den Bereich der Sicherheitsdienstleistung, den Bereich der Zeitarbeit, Winterdienste, Grünflächenpflege. Ich könnte jetzt ganz viele weitere Dienstleistungsarten dazu nehmen. In Wirklichkeit machen wir all das, was rund um die Immobilie bei uns im Hause passiert. Das heißt, alle Unternehmen, die verschiedenste Dienstleistungen einkaufen, dann vergeben personelle Dienstleistungen und darauf führen wir diese noch bundesweit durch. Um das Thema Dienstleistungssparte abzurunden, haben wir einen Exot im Bereich der Geistversicherung. Da sind wir der größte Dienstleister in dem Bereich. Das Unternehmen selber ist seit über 50 Jahren in der Anlagefamilie Moosbacher, ist aber, um die Parallelen zum ersten FC Bocholt gleich finden zu können, auch ein Unternehmen, das seit über 100 Jahren am Markt ist. Um jetzt auf den Teil der Beweggründe zu kommen, warum machen wir das denn überhaupt? Der erste FC Bocholt, wie gerade erwähnt, ein Verein seit über 100 Jahren unterwegs, passt als Traditionsverein natürlich absolut zu unserem Unternehmen. Darüber hinaus hat der erste FC unheimliches sportliches Potenzial. Daher haben wir uns entschlossen, für den Verein da zu sein. Unser Ziel darüber hinaus ist auch, durch unsere Präsenz vielleicht den einen oder anderen Unternehmer hier aus der Region dazu zu bewegen, im Bereich des Sponsorings auch hier beim ersten FC Bocholt tätig zu werden. Viele Partner, die Sponsoren hinter mir zeigt, beziehungsweise sie haben jetzt ein Plakat davor, aber die verschiedensten Partner, die der erste FC Bocholt schon in den Laufe der letzten Jahrzehnte für sich gewinnen konnte, zeigt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, im Bereich Sponsoring aktiv zu sein. Vor allen Dingen, wenn der Verein im Laufe der nächsten Jahre noch stärker nach vorne gehen möchte. Ja, ich würde sagen, das ist die Kurzform zu den Beweggründen und zu dem, warum wir hier sitzen. Danke. Die haben sich jetzt explizit für den Erwerb der Namensrechte am Stadion entschieden, das wird im heutigen Tage Stölting Arena heißen wird. Was verschränkt sich konkret von diesem Erwerb der Namensrechte? Ja, danke. Was versprechen wir uns konkret? Konkret wollen wir unsere Marktpräsenz, die wir hier in Bocholt und der Umgebung ansatzweise schon haben, weiter ausbauen. Wir sind ein Unternehmen, das sehr exzessiv am Markt unterwegs ist. Wir sind, wenn man den Bereich Personaldienstleistung alleine betrachtet, eines der expansivsten Unternehmen, die es am Markt gibt. Wir haben
ich sag mal, diese Bewegung in Kurzform einmal runterzubrechen, haben wir im letzten Jahr knapp 5000 Mitarbeiter, wir haben dieses Jahr die 6000 Mitarbeiter weit überschritten. Das heißt, wir haben viel Bewegung, sehen daher auch hier im Kreis Borken, hier explizit in Borken, unheimlichen Bedarf dessen, dass wir präsenter werden. Wir sind schon verhältnismäßig präsent hier im Kreis Borken, aber Bedarf ist auf jeden Fall noch da, unsere Marke Stölting mit der Marke 1. FC Borken zu verbinden, und da haben wir, wie ich am Anfang des Gesprächs schon gesagt habe, eine Riesenmöglichkeit gesehen, die wir auch bekommen haben, und deswegen gehen wir ab sofort gemeinsame Wege. Eine Frage an David Fahrland vom Vorstand des 1. FC. Wie froh ist der Verein darüber, einen neuen Vorstand zu haben, der, wie gesagt, auch noch die Namensrechte am Stadion hält? Ja, wir sind natürlich sehr froh, dass wir mit der Stölting-Gruppe einen neuen zusätzlichen Sponsor hier gefunden haben, der bereits den Weg in den 1. FC Borken eingeschlagen haben, mitzugehen. Der Busbachmann, was man gerade schon darstellte, sind wir besonders froh, dass es auch ein Unternehmen ist mit dem Bezug zu Borken, mit dem Bezug zum Sport. Wir kennen das Unternehmen schon einige Jahre über die Mitgliedschaft aus dem Business Club, als Dienstleister hier für uns auch bei vielen Heimspielen schon im Einsatz gewesen. Ja, und dass es jetzt funktioniert hat, den nächsten Schritt zu machen, dann zu einem Stellenwert hat der Verkauf der Namensrechte an die Stölting Service Group vor diesem Hintergrund? Ja, die Tribünenplanung ist natürlich ein ganz wichtiger Baustein unserer aktuellen Entwicklung. Der sportliche Erfolg, der kommen soll, der noch verstärkt werden soll, ist da ganz eng verknüpft, dass wir auch in der Infrastruktur entsprechend stark sind. Dazu ist der Tribünenbau natürlich ein absolut wichtiger und unverzichtbarer Baustein, und das versetzt uns alleine in die Lage, über den Verkauf der Namensrechte nachzudenken, um uns hier auch von umliegenden Vereinen der Region abzugrenzen und eben anspruchsvollen und vielleicht dann hoffentlich auch erfolgreichen Weg, den wir aktuell eingeschlagen haben, fortzusetzen. Vielen Dank, David. Vielleicht darf ich Lukas Lukas noch mal kurz bitten, einige Worte darüber zu verlieren, wie aktuell die Planungen für den geplanten Tribünenneubau sind, und uns da mal auf den aktuellen Stand zu bringen. Natürlich gerne. Die Planungen sind sehr konkret, um das auch offen zu sagen. Wir haben die Anträge gestellt bei den möglichen Zuschussgebern. Ein möglicher Zuschussgeber ist die Stadt Borken. Ja, die Stadt Borken wird mit den politischen Gremien die Frage behandeln. Ich hoffe noch, dass wir in diesem Jahr eine Entscheidung erhalten. Und es wäre natürlich sehr schön, wenn wir eine positive erhalten werden. Aber das vermag ich nicht zu sagen. Das entscheidet die Politik. Vielen Dank, Lucke. Ich darf Herrn Böhmer jetzt bitten, das Wort zu ergreifen. Sie sind aktuell Betriebsleiter des Stölting Standorts in Borken. Aber allerdings eine ganz spezielle Geschichte, die im Radsport angesiedelt ist. Vielleicht erläutern Sie den Zuhörern mal, in welcher speziellen Verbindung Sie zur Stölting Unternehmensgruppe stehen. Ja, gerne. Hallo erstmal. Bei mir ist so eine besondere Geschichte, die ich eigentlich ganz toll finde und hoffe, dass das in Zukunft vielleicht bei einigen anderen Unternehmen noch so weitergetragen wird, die sich im Sport wie die Stölting Gruppe immens engagieren. Bei mir ist es so, ich bin leistungsmäßig Radsportler gewesen, habe das seit klein auf gemacht
Und bin dann 2011, war der Weg eigentlich so, dass ich nicht mehr wusste, soll ich jetzt weiterfahren oder nicht. Ich habe nicht mehr, kein Team mehr gefunden, war aus der U23 damals ausgelaufen, war aus der Sportfördergruppe der Bundeswehr dann rausgefallen. Und dann war es für mich eigentlich so ein bisschen schwierig, irgendwo den Weg ins Berufsleben einzuschlagen. Und da gab es damals dann die Möglichkeit, das Team Reinhold Stölting, damals ist Stölting das erste Mal ein bisschen im Sport mit oder zumindest im Radsport aktiv gewesen, als Co-Sponsor. Da habe ich die Möglichkeit bekommen, die Familie Mosbacher auch dementsprechend direkt mit kennenzulernen. Also, das war erstmal auch so ein erster Teil, dass sich eine Firma nicht einfach nur engagiert, sondern dass sich die Geschäftsführer und Inhaber direkt mit präsentieren und auch den Kontakt zu den Sportlern auch suchen. Das ist, denke ich, so ein ganz besonderer Punkt. Also die Sympathie hat, denke ich, auf beiden Seiten ganz gut harmoniert, sonst würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ich bin mit allen, mit der Frau Großwacher, mit Herrn Großwacher, mit den Söhnen sehr gut zurechtgekommen. Sportverbindet generell, deswegen waren wir auch relativ früh auf der Ebene, dass man sich gewusst hat. Wir sind super klar gekommen, dann bin ich noch 2 Jahre professionell dann im Team Stölting gefahren und habe dann das Angebot wahrgenommen, was mir direkt am ersten Tag versprochen wurde, ohne schriftlich irgendwas, das denke ich auch ganz besonders, dass ich irgendwann, wenn ich nicht mehr Radsportler sein möchte oder nicht mehr kann, im Unternehmen Fuß fassen darf. Das war dann nach 2 Jahren so. Ich bin zum Herrn Mosbacher hin, habe gesagt, wir haben doch damals darüber geredet, wie sieht es aus? Herr Mosbacher sofort, ja, kein Ding, wann willst du anfangen? Und war es im Prinzip so, dass ich mit Sack und Pack vom Osten von gerne an meinen Wohnort rübergesattelt bin und habe dann, wie gesagt, die Sparten alle mir angeschaut dürfen, habe alles einmal durchgespielt und bin dann, wie gesagt, zum Rübervertrieb, zum Objektleiter, zum Betriebsleiter dann aufgestiegen. Jetzt sitze ich ja in Vorwald, gebe mir Mühe, dass das Unternehmen weiter vorangetrieben wird und vor allen Dingen auch oder das Image bekommt, was es auch verdient, weil ich denke, ich bin derjenige, der das ganz gut beurteilen kann, weil das halt live miterlebt hat, von Anfang bis zum Ende durch. Ja, und von daher hoffe ich, dass andere Unternehmen im Sport genauso jungen Sportlern die Möglichkeit geben, auch irgendwann, wenn der Sport ist irgendwann mal beendet, da die Möglichkeit zu finden, auch im Berufsleben anzukommen. Das ist, denke ich, eine ganz schöne Sache. Ja, vielen herzlichen Dank. Noch einmal zu Ihnen, Herr Mosbacher. Ich habe Sie bei einigen Handspielen schon auf der Tribüne gesehen. Vielleicht können Sie mal konkret sagen, was Sie für Hoffnungen in der ersten Hälfte Woche in Zukunft setzen und was Sie im Kalenderjahr 2016 vom ersten Hälfte Woche erwarten. Was für Hoffnungen haben wir? Ich sag mal, wir sind realistisch. Wir wissen, dass der erste Hälfte Woche, der vor einiger Zeit sehr, sehr hochklassig gespielt hat, wie gesagt, das Potenzial hat, mit der Struktur, die hier vorhanden ist, wieder weiter rumzuspielen. Wir finden, dass der erste FC Bocholt noch durch geschuldete Partner, die man braucht natürlich, noch viel, viel mehr Möglichkeiten bekommen muss. Aus diesem Grund, auch aus dem, dass wir hier des Öfteren auch Spiele verfolgt haben, im Laufe der letzten Wochen und Monate, wollen wir natürlich, dass man wieder oben an den starken Leistungen, die früher natürlich da waren, auch wieder angeknüpft. Wir wissen natürlich, dass mit der zweiten Bundesliga, die vor gut 20 Jahren gespielt wurde, hier mit dem ersten FC Bocholt, dass wir da mit Kraft, mit gemeinsamen Kräften zusammenkommen können. Um nochmal die Brücke zu finden, warum denn überhaupt Sport für Stölting interessant ist. Wir haben, wie gerade von Herrn Brunner, der bei uns Betriebsleiter hier geworden ist, schon gehört, wie die Brücke zwischen einem Profisportler zum Betriebsleiter laufen kann. Wir haben mit dem aktuellen Team Stölting, was eines unserer Marketingwege ist, um es ganz klar zu sagen, ein mittlerweile recht erfolgreiches Fahrradteam aufgestellt, was in der zweithöchsten Liga der Welt fährt. Wir haben unter anderem Fahrer wie Linus Werdermann oder Gerhard Schiodek oder eben auch einen sehr starken Doppelperformer, den Jonas Kempo, der auch übrigens hier ist und vielleicht gerne 1, 2 Wörter nochmal zum Team selber sagen möchte. Wir finden, dass die Sportlichkeit zwischen dem Unternehmen und dem Verein auf jeden Fall immer gegeben sein muss, um mitspielen zu können. Und
das ist halt eines der wichtigsten Gründe, warum wir auch hier sitzen. Wie gesagt, wir sitzen zum einen, um den Sportler bekannter zu machen, mit der Marke des FC Bayern, aber zum anderen wollen wir die Sportlichkeit beibehalten, die wir im Unternehmen haben und die wir hier beim ersten FC Bayern sehen. Ja, vielen Dank. Du möchtest einige Worte über dein Radteam sagen und das Bericht. Ja, genau, danke. Hallo erstmal. Ich bin Jonas Tenburg, wie gerade schon gesagt. Und unser Radteam im nächsten Jahr Kultner die Stöcking, eine Kooperation mit dem dänischen Zweitdivisionär in diesem Jahr Kult Energy. Wird für die nächsten drei Jahre in der zweiten Liga fahren, was im Fußballvergleich vielleicht mit der Bundesliga. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mit dem Team fahren darf. Ich selber fahre seit 2014 in dem Team. Ich glaube, ich habe angefangen, als Nils aufgehört hat. Und so schließlich die Kreise. 2016 werden wir ein sehr gutes Rennprogramm fahren. Wir werden viele Worldtour-Rennen fahren und ganz klar, das Ziel ist, denke ich, für 2017 bei einem eventuellen Tourstart in Düsseldorf in NRW, dass dort eine Wildcard ergattert wird von unserem Team. Und ja, danke. Ja, Jonas, vielen Dank. Ich darf nun abschließend um Fragen der Presse bitten. Ich sage, mich würde interessieren, wie man das jetzt zu sehen genau sieht. Ist da ein Nachzug künftig auf den Treppen oder zu sehen? Ja, wir wollen auf jeden Fall im Bereich des Eingangs natürlich bekannt geben durch Eingangsschilder, dass die Arena ab sofort Stölting Arena heißt. Wir wollen aber auch natürlich dann im Bereich rund um das Spielfeld einige, ich sag mal, nicht nur Banner, sondern auch, wie gesagt, klassisch den Schriftzug Stöttingen Arena preisgeben, keine Frage. Und wenn denn dann, vorausgesetzt, wie der Herr Krippos vorhin gesagt hat, die Politik dabei ist, dann ins Stadion gebaut wird, was unfassbar wichtig auch für den Verein hier in Bochum ist, weil der Bochum-Verein ist eine Marke, der braucht auch ein Stadion, ganz einfach. Da geht eigentlich so der Weg drumherum. Dann wollen wir natürlich auch da Präsenz zeigen, keine Frage, mit den Partnern, die schon seit Jahrzehnten hier beim ersten Netz zu Bochum dabei sind. Wie Sie in Bochum aktiv sind als Unternehmen, also Amaklinik, Industrial und Security, glaube ich. Ich glaube, der Aspekt Security, die sind ja. Wie sind wir aktiv? Wir führen, wie ich schon gesagt habe, verschiedenste Dienstleistungen durch. Wir haben auch verschiedenste Kunden, wo wir klassische Gebäudereinigung, klassische Sicherheitsdienstleistungen, aber auch den Bereich der Zeitarbeit durchführen. Alle weiteren Dienstleistungen wie Grundflächenpflege oder Winterdienstleistungen führen wir natürlich auch durch. Wir hier in Bocholt führen, ich sag mal, alle Dienstleistungen durch, haben aber nicht nur Kunden natürlich in Bocholt, sondern natürlich auch hier im Umkreis. Ich sag mal, der Umkreis des Standorts Bocholt, der durch den Standort Bocholt betrieben wird. Man kann sagen, Radius von ungefähr 20 Kilometer von Bocholt herum wird aus Bocholt heraus betrieben. Ja, was mich da die Sonne interessiert, ist eben die Frage, dass es nicht gut ist, im Moment ein ganz altes Thema, das eben auch Machen wir auch. Wir sind, um das sehr, sehr bekannte Thema anzusprechen, im Bereich der Asylproblematik, im Bereich dessen, dass viele, viele Menschen nach Deutschland kommen, die, ich sag mal, ein Zuhause suchen, die ein Dach über dem Kopf suchen. Da sind wir der größte Sicherheitsdienstleister bundesweit, der im Bereich der Asylsituation Sicherheitsdienstleistungen durchführt. Das heißt, wir haben aktuell für Sie als Info 80 Asylbewerberheime, wo wir Sicherheitsdienstleistungen durchführen. Das ist im Vergleich ein sehr großer Punkt, wenn man überlegt, wir beschäftigen aktuell im Bereich Asyl über 1000 Sicherheitskräfte, die nur in Asylbewerberheimen dementsprechend zu Hause sind. Wir haben auch hier heute anwesend den Herrn Kalter, Jürgen Kalter, auch unser bekannter Name hier in Bochum. Der Herr Kalter ist hier Counter von genau dieser Situation. Das heißt, der Kalter ist heute auch hier. Ich würde nicht jung, mal kurz bin,
ein wenig mehr über den Bereich Sicherheitsdienstleistung im Bereich Asyl preiszugeben. Ja, guten Tag zusammen. Es gibt also auch die Firma SET, das ist eine hundertprozentige Tochter der Stölting-Gruppe. Über die SET wickeln wir sämtliche Asylstandorte, die wir sichern, ab. Das heißt also, die Anzahl der Standorte wurde bereits angesprochen. Wir haben da Partner über die Avalita, über die European Umkehr, Deutsches Rotes Kreuz und so weiter. Wir haben seinerzeit nach diesen Vorfällen in Burbach, die wahrscheinlich jedem hier bekannt sind, innerhalb von 6 Stunden in Charlottenburg übernommen. Das war unser erster Asylstandort. Danach ging es in den ersten 4-5 Monaten mit 8 weiteren Standorten weiter. Und im letzten halben Jahr haben wir jetzt aufgestockt auf durch diese hohe Anzahl an Flüchtlingen, die auch auf Deutschland zugekommen sind, auf die Anzahl, die gerade von meinem Buch auch schon genannt wurde. Was machen wir dort? Wir sind halt neben den betreuenden Organisationen für die Sicherheit tätig. Wir sichern nach innen und nach außen, das kann von außen was passieren, muss ich glaube ich nicht großartig erwähnen, dass es natürlich auch Tendenzen gibt, wo Leute von außen halt mal versuchen, in diese Standorte einzubringen und da irgendwelche Dummheiten zu machen, möchte ich nicht mehr benennen. Aber auch nach innen letztendlich, weil wir verschiedene Kulturen dicht zusammengetrennt da zusammenkommen und auch da sind natürlich viele Konflikte, die sich da ergeben können. Gott sei Dank, das ist auch für ein Unternehmen ein relatives Risiko, solche Aufträge zu übernehmen, gar keine Frage. Aber Gott sei Dank ist seit diesem Jahr, oder etwas mehr als nach einem Vierteljahr schon, nichts Extremes passiert. Natürlich gibt es Konflikte, wo unsere Leute dazwischen gehen müssen, aber wir haben noch nichts dergleichen gehabt, dass, dass irgendwelche Menschen ums Leben gekommen sind oder schwere Zwischenfälle da gewesen wären. Zwischenmenschlich natürlich, auf engstem Raum, wenn wir das zusammengehen müssten mit irgendwelchen Leuten, hätte man sicherlich auch mal Konfliktpunkte, das wird es weiterhin geben, aber dafür sind wir da. Wir machen das Schreibendienste, wir machen Begleitung bei der Taschengeldausgabe, bei der Kleinausgabe, der Essensausgabe. All diese Dinge werden dort versuchen. Natürlich auch und sehr gerne hier Woche. Vielen Dank, Herr Kalter. Zweiter Frage. Ohne Mann, die Frage. Ja, also der Vertrag ist erstmal auf ein Jahr angelegt, wobei wir uns frühzeitig über Veränderungen unterhalten werden, sind da in engem Kontakt und der Vertrag, um das vorwegzunehmen, enthält auch jetzt schon erfolgsbezogene Komponente, sodass wir bei eventuell erfolgreicher Gestaltung der Rückrunde oder bei eventuell kommenden Aufstiegen, wozu wir alle auch arbeiten, da schon entsprechende Ideen haben, wie sich dann die Vertragsgestaltung weiterentwickeln wird. Dann noch eine Beispielgeschichte. Wir haben jetzt lange mal Rastburg gemacht. Wie bekommen wir auf den Fußball? Wir sind natürlich nicht nur im Radsport aktiv. Wir haben verschiedene Vereine, wo wir sowohl im Bereich der Sicherheitsdienstleistung, im Bereich der Gebäudereinigung, als auch im Bereich der Personalbestellung bei verschiedenen Vereinen auch durchführen. Dementsprechend machen wir auch mit verschiedensten Vereinen Sponsoring, wobei das Sponsoring, was wir jetzt hier haben, ist außergewöhnlich, ist einmalig, aber eben aus der Situation heraus, dass wir ganz klar sagen, wir haben hier im Umkreis den größten Club, mit Abstand den größten Club hier im Umkreis, und sehen hier die größte Präsenz, die man haben kann. Und deswegen kam die Situation davor, wie kann man sich als Stölting Service Group hier mit dem Sport im Kreis Borgen, hier in Borgen präsentieren. Und deswegen war die Situation recht schnell, recht klar, dass wir gesagt haben, Stadionname, Stölting Arena hier in Borgen. Wir sind ja Wir sind im recht sehr, sehr kleinen Rahmen auch bei Schalke aktiv. Das eine hat mit dem anderen jetzt nichts zu tun, muss ich dazu sagen. Also wir haben, natürlich muss man dazu sagen, auch wenn es jetzt kein großes Thema ist, ja, wir sind auch bei Schalke aktiv, aber auch einen ganz einfachen Hintergrund. Wir sind mit ungefähr 500 Meter Luftlinie mit unserer Hauptverwaltung in Gelsenkirchen, wo wir knapp 2000 Menschen heraussteuern, sind wir von der Arena auf Schalke entfernt, ja. Deswegen hat sie dann auch angeboten. Gibt
Gibt es weitere Fragen? Ja, nochmal zu dem Thema Tribüne. Wollte ja schon gegen geben, habe ich gesagt, was wird denn dafür bezahlt überhaupt? Was ist denn da für eine Investitionssumme geplant? Und inwiefern ist das jetzt mit der Störtinggruppe in Verbindung? Ja, die Zahlen sind ja bekannt. Ich habe keine Ahnung, ist das was, die 100.000 Euro? Dann gibt es eine Kostensektion, wir müssen mal gucken, wie es weiter geht, ob das noch zu verhandeln ist, mal sehen. Und dass die Firma Stölling mal möglicherweise Sitzplätze auf unserer Höhe, wenn wir mal bis zum Ende denken, noch zusätzlich erinnern, noch erinnern, dann natürlich möglich, auch die Schilderung, das sind wir völlig frei. Wir müssen erstmal den ersten Schritt machen, wir müssen erstmal jetzt sehen, dass wir die Finanzierung der Tribüne klar kriegen, dass wir die möglichen Zuschüsse erhalten und dass wir dann in den Bau gehen und dass wir dann im Frühjahr oder im Sommer eine neue Tribüne für 500 Leute oder 600 Personen vorzeigen können, die dann nach Möglichkeit hoffentlich voll besetzt ist und uns zum sportlichen Erfolg und eine Möglichkeit zum Aufstieg. Ja. So muss man es machen. Ja, und ich glaube, das ist ein gewaltiger Sprung. Es sind kleine Schritte, aber wir müssen auch mal wieder, wenn wir zwei Schritte vorgegangen sind, einen Schritt zurückgehen. Das ist ganz normal. Das ist so, sieht man ja jetzt vor uns. Die Mannschaft ist klasse, ich spiele tollen Fußball. Ich schieße hier und da mal kurz wenig, aber so ist das. Die nächste Frage von Herrn Brinkmann. Ja, es ist ja nur bei der letzten Steuerkonferenz, wo Sie einen Antrag gestellt haben bei der RW Bank. Ja, das ist ein normales Verfahren. Und bis wann kann man so. Ja, das weiß man nicht, wann so letztendlich da entschieden wird. Das wird jetzt halt auch noch, kann ich mich auch nicht festlegen, aber das ist normal übliches Verfahren. Nur Besonderes, also das ist, es dauert lange, es muss auch gut vorbereitet sein, die Zahlen müssen in sich stimmig sein, sie müssen. Auch glaube ich, Familie, das ist ja ein Projekt, das mindestens über 20 Jahre läuft und es ist nicht so ganz einfach, das hinzukriegen, aber wir werden es hinkriegen. Da bin ich guten Mutes und auch da sagen wir schon, die ersten kommen in die Tribüne, ab den Euro rein, den Sponsoren wieder einzutreten. Deswegen freuen wir uns gerne auf den Tiffing Vizepräsidenten hier mit David Fahrer, der sich um Finanzen und Marketing bei uns kümmert. Das sind alles Herr Störling, Herr Kappelow, Herr Plöttner, das sind alles junge Gesichter und der FC wird sich auch mit Gesichtern verändern. Und das ist doch eigentlich was Tolles, das ist Zukunft und das ist gut. Besser geht's nicht. Andere Vereine würden sehr neidisch, dass wir so eine junge, dynamische Truppe haben. Und dass so ein Jonas Kempfer auch noch aus Bochum kommt, das ist vielleicht vergessen worden, dass Bochum war der erfolgreichste Verein im Radsport der Bundesrepublik gestellt hat, damals. Mit Karl-Heinz Hendricks als zweifacher Olympiagewinner. Mit Jutta Nier aus Olympiasieger und dem Silber. 88, kurz aus Logik. Ne? Von Nicole von Markov. Ich dachte, das ist aus Logik. Hier ein Tipp auf meinen Nachbar von Karl-Heinz Hendricks. Deswegen höre ich das. Das ist sowas Tolles. Oder? Das ist doch super, wenn man da in Kooperation und die gemeinsam oder einen Sponsorendach den Verein schön schrittweise weiterbringen kann. Wir wollen noch alle. Hoffe ich, alle, die wir vorwollen, im Fußball ziehen, um an die meisten Menschen. Ja, vielen Dank, Lucia. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe nochmal eine Frage zu der Laufzeit. Ein Jahr ist das schon recht unwillig. Also, will man sich erstmal so ein bisschen beschnuppern oder? Der Grund der Laufzeit ist erstmal derjenige, wir haben die Hoffnung, dass der Verein selber nach vorne kommt. Wir wissen, okay, der Verein ist aktuell in der Oberliga, der hat aber definitiv geschuldet in der Struktur mindestens, ich sag mal, die Situation, dass er in der Regionalliga spielen muss, laut unserer Meinung. Und dann muss man natürlich ganz klar schauen, welche Präsenz haben wir dann. Weil dann natürlich vielleicht das ein oder andere Spiel noch ein bisschen interessanter ist. Vielleicht kommen natürlich auch mehr Zuschauer. Das ist auch unser Ziel. Und da wird man sich ganz kurz zusammensetzen und schauen,
Das können wir dann mehr machen. Ich sage mal andersherum, das Ziel ist, den Verein zu stärken. Und wenn es dann nachher dazu kommt, dass man den Verein angemessen natürlich für den Stadionnamen bezahlen muss, ja, dann kann es teurer werden. Kann natürlich sein, aber da gucken wir uns dann auch in die Augen und sagen ganz klar, was ist fair, was macht Sinn. Und wie gesagt, das ist eine Partnerschaft auf lange Zeit. Auch wenn der Vertrag erstmal nur in Anführungsstrichen ein Jahr ist, heißt aber noch lange nicht, dass wir nach einem Jahr sagen, wir wollen nicht mehr. Im Gegenteil, das Ziel ist, nach vorne zu kommen, weiterzukommen. Und deswegen ist dieses Formelle auf dem Blatt Papier, aber was wir persönlich besprochen haben, ist eine Langfristigkeit. Weitere Fragen? Nicht der Fall, dann weise ich darauf hin, dass sich die Verantwortlichen der beiden Vertreter gleich hier zum Foto postieren werden. Am besten hier, dass wir auch eigentlich ausmachen. Da gibt das ja nicht wirklich hier. Wenn keine Fragen mehr sind, möchte ich die PK damit beenden und sagen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche einen angenehmen Tag. Thank you.